Hallo Ladies, heute wieder ein Barbaras Lexikon und zwar den Tipp Nummer 7. Die Frage war, welcher Sport für alte Menschen? Ich wäre jetzt nicht so uncharmant und würde hier jemanden alt bezeichnen, aber so war die Frage. Wir setzen im Alter Fettzellen zu, bauen Muskelmasse ab, so wir uns nicht bewegen. Also, es ist tunlichst angesagt, dass wenn wir fit bleiben wollen, für Muskeln, für Knochen und für alles, dass wir uns ein bisschen bewegen. Und ich habe da ein paar ganz schöne Tipps für Sie. Barbara F. Was ich lustig fand auf meinen Recherchen, dass Männer, je älter sie werden, desto weniger Sport betreiben sie, auch wenn sie früher ganz, ganz sportlich waren. Und Frauen haben genau das Gegenteil. Frauen werden im Alter viel häufiger wieder sportlich, weil, ich vermute ganz heftig, sie wollen was mit ihrer Figur oder für ihre Figur tun. Und bei Männern, vielleicht sind die etwas nachlässiger. Egal. Also, was kann man für die Figur tun? Ich habe Ihnen ja vor einer Weile erzählt, dass ich in einem Wellness-Reha-Haus war und da ein bisschen Urlaub machte. Und da habe ich so alle möglichen Sportarten kennengelernt. Und ich fand es sehr, sehr spannend, was es für sanfte Möglichkeiten gibt, den Körper zu trainieren. Und zwar die Lösung heißt eigentlich für das Alter mit dem Eigengewicht trainieren. Wenn Sie jetzt nicht so der Sportstudio-Freund sind, so wie ich auch, dann mögen Sie vielleicht zu Hause trainieren. Und da gibt es ganz viel Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, die die Muskulatur und die Knochen genauso so pushen und so festigen, wie wenn Sie an eine Maschine gehen. Ich möchte Ihnen ein paar Sachen einfach zeigen. Und zwar, was mich sehr fasziniert hat, ist dieser Flexi-Stab. Sie kennen den wahrscheinlich. Das ist ein Schwingstab, den nimmt man in die Hand. Man bekommt dazu auch eine CD, wenn man sich den kauft natürlich. Und die kann man einfach wunderbar damit mit trainieren dann. Und es funktioniert über die Schwingung. Sie sehen das ja, der wackelt ganz toll. Und über diese Schwingung, die setzt sich in die Muskulatur und in die Arme fort und die trainiert das ganz, ganz feine Gewebe. Mit dem Ding können Sie komplizierte und einfache Übungen machen, so wie es Ihnen beliebt. Das nächste fand ich ganz, ganz wunderschön. Es ist in der Zwischenzeit ja auch wieder stellenweise erlaubt. Bäder sind wieder offen, ist Wassergymnastik. Und diese großen Teile, die man da so im Wasser bewegen kann, die sind zum Teil so mit Kraft zu bewegen, finde ich sehr gut. Dann, eine Sportart, die ich unglaublich interessant finde, ist Tai Chi. Es sind, obwohl es ganz langsame Bewegungen sind, sind es trotzdem sehr effiziente Bewegungen. Es ist natürlich immer angesagt, dass wenn Sie es alleine machen, dass Sie sich dann vielleicht einfach eine CD dazu kaufen, die einlegen und danach üben, weil das ganz so profund zu erklären, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wussten Sie, dass man die Muskeln auch noch im hohen Alter trainieren kann und dass man die noch zum Wachsen bringen kann? Das ergeben Studien ganz eindeutig, dass es sogar sich rentiert, mit 70 und 80 und noch drüber anzufangen, nochmal was zu trainieren. Und eins habe ich noch für Sie, und zwar, ich liebe mein Theraband und ich liebe es so sehr, dass ich es wieder jetzt mal irgendwo, weil ich es dauernd mit mir rumschleppe, dass ich es verlegt habe im Moment. Ich weiß es nicht, wo es drin steckt, aber ich kann Ihnen das zeigen. Ein Theraband hat natürlich auch unheimliche Möglichkeiten. Es ist praktisch ein kleines Gymnastikstudio und da können Sie Krafttraining damit machen. Das ist auch was ganz Feines. Sozusagen die Zusammenfassung für Sport, für alte Menschen oder für ältere Menschen ist einfach, dass Knochen und Muskeln belastet werden wollen. Also je nachdem, wie gut oder wie schlecht Ihr Osteoporosezustand ist, da können Sie zum Beispiel springen, Seilspringen, Trampolinspringen. Habe ich einen Film schon mal gemacht, kann ich Ihnen verlinken. Das sind alles Bewegungen, die praktisch durch einen sanften Stoß, natürlich nicht harte Stöße, aber durch einen sanften Stoß, die Knochen anregen, dass sie arbeiten. Mir hat ein Trainer, wir hatten da in diesem Reha-Hotel, hatten wir jeden Tag einen Personal Trainer und der hat mir erzählt, Muskeln und Knochen, die glauben, sie werden nicht mehr gebraucht, die bauen ab. Das ist doch eigentlich das perfekte Schlusswort.
brauchen Sie Ihre Muskeln, machen Sie sanfte Dinge. Ach ja, eins vergessen noch, tanzen. Tanzen ist auch eines der Dinge, die einfach den ganzen Körper fordern und den Kopf. Tanzen ist eines der besten Bewegungen, die man machen kann im Alter. Fangen Sie langsam an. Und es muss ja nicht gleich der Wiener Walzer sein. Das war's für heute und tschüss. Ich sage danke, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal.